Europa, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, schieß ein Tor. Krasse Atmosphäre heute in diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich bisher so ein bisschen eingetastet in diese Saison. Von daher gesehen könnte das heute für beide ein richtungsweisendes Spiel. Auf jeden Fall, Tom, das so Stadion ist erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft zu treu und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt. Sie warte mal kurz. Ich hab was vergessen, Alter. Manndeckung, Digga, Manndeckung. Es ist wichtig, dass wir die Spieler mal so ein bisschen abdecken, Alter, hier. Das wird nicht einfach, Alter, in Bochum. Glaube ich nicht. Das wird nicht einfach. Warum nicht? Die nächste souveräne Abwehraktion. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Und den Ball spielt er. Ah, schade, Ironie, Junge. Als hätte er es geahnt. Drauf, drauf, alle drauf. Angreifer sind sehr gut gemacht hier vom Torhüter. Der erste Ball gleich ganz sicher abgefangen. Das Güte, gibt ja Sicherheit. Kerk. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. Schön Volley weitergespielt. Was war das für ein guter Vorschuss? Bringt die Fingerspitzen noch dran. Die Wörter, ne? Der ist ein brutaler Typ, Alter. Ich schwöre. Gott sei Dank habe ich ihn, Alter. Lebensversicherung. Genau so stellen wir uns das vor. Oh, sehr schöner Pass, Digga. Jetzt einer in die Mitte. Keiner in der Mitte. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, das ist ja die völlig richtige Entscheidung hier. Das gibt Gelb. Suarez. Und es war gut geklärt. Und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegnerangriff ein. Oh oh. Da sieht er die Lücke. Oh oh. Oh oh. Lauf, 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 lauf. Er läuft auf das Tor zu. Das sieht eigentlich gut aus. Und der geht rein. Und jetzt ist er drin. Da hält es natürlich kein mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Und so schnell kann das gehen. Ausgekontert und zwar in klassischem Stil. Was für ein Fehler, Alter, ne? Was für ein Fehler, Junge. Ein Fehler ganz vorbei. Gerade in der zweiten Liga, ne? Wie gesagt, das wird nicht da kommt rein. Die Flanke, wie er den noch gehalten hat. Der läuft auch nicht vernünftig mit, Alter. Bis dann. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Dieser Asano ist sehr flink, Alter, bei Bochum. Nazarov. Schöner Kopfball. Ah, wie er sich den Ball da erkämpft, da kann man ja nur mit der Zunge schneiden. Diese Ballverluste, Alter, so weiß man mit einem 16er. Gut gespielt. Ah, nicht. Kriegst du den? Was ist denn passiert? Abseits oder was? Einwurf.
dass wenn man den Gegner früh angreift, dann kommt man selbst wieder schnell in Ballbesitz. Ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Ich weiß nicht, was die von Weidern halten sollen, ne? Da sieht er die Lücke. Ja, was macht denn der Stürmer Schade. Mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Und der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ja, und oh, der Spiel. Weidand. Ja, jetzt geht's wieder die Konterchance irgendwie so, ne? Ey, war ballberührt, Junge. War ballberührt. Und verursacht einen Freistoß. Gut gemacht vom Keeper. Und den hat er super rausgeholt. Ja, tolle Parade. Das wäre ansonsten die Entscheidung gewesen. Oh, sehr schön. Hübertha. Achtung, viel zu leichtsinnig. Viel zu leichtsinnig. Der ist dabei. Alter. Und damit sind sie wieder im Ballbesitz. Spiel nach unten, Junge. Mensch, ist der Torhüter heute gut drauf. Hat schon so viele Chancen vereitelt. Also die Führung ist bis jetzt nur ihm zu verdanken. Und der Top zur Pause steht es 1:0. Also kein Team konnte sich in den ersten 45 Minuten wirklich dominant behaupten. Fast neutralisiert haben sich diese beiden Mannschaften. Also ein Leckerbissen für die Trainer. Wir hoffen also natürlich, dass sich eine Mannschaft jetzt durchsetzt in den zweiten 45 Minuten. Vielleicht ist es ja die ein oder andere schöne Einzelaktion. Weidand. Castro kann ich mal ein bisschen außen nehmen. Gott. Und du habe ich gar nicht mitgenommen, Alter. Sebastian Ernst kann ich mir einnehmen. Irgendwas muss ich auf jeden Fall machen jetzt, ja. Weiter Form 13, Alter. Sehe ich aber nichts. So. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Eier brauchen wir. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. So, den muss er jetzt verwandeln. Oh, den hat er gehalten.
Und wie, da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Digga, was kann nicht. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Aber das macht die Abwehr aus. Gutes Stellungsspiel in dieser Situation. Ja, das wäre überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Oh, das wird wieder so eklig, Alter, jetzt. Klasse Einsatz bei dem Zweikampf. Keine Chance für den Gegenspieler. Boah, schöner Pass, Digga. Ab, Junge. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. So, das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. Oder Weidand, ich weiß nicht, Weidand muss raus. Wie nimmst du denn jetzt? Weidand müsst ihr. Ja, danke, dass du da warst, Brady. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, mein Lieber. Träum süß. Im Flügel, ja. Laufwege. Bayer kann ja auch HS spielen, ne? Englische Spitze. Das ist schwierig, Alter, schwierig, ne? Muskia würde noch gehen. Da muss ich gleich gucken, Alter, wie ich das mache. Ja, aus dieser Situation könnten sie was machen. Jetzt Konter, 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 Konter. Meiner, zieh durch, Bruder, zieh durch. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, geht einfach noch aus, also genau. Und läuft einfach noch aus. Alles, was aus dieser Situation entstand, ein Einwurf. Bochum ist ein unangenehmer Gegner, ja. Gerade wenn die zu Hause spielen. Klasse Zuspiel. Ich weiß, was der kleine Stab vorne macht. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ich dachte schon, links Elfmeter.
Geh doch zum Ball, Junge, was guckst du, Depp? Kriegt er nicht, kriegt er nicht, kriegt er nicht. Kriegt er nicht, oder? So, jetzt müsste den Ball da reingeben. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Völlig frei kann er sich da bewegen. Und ach, schießt man jetzt? Der wird gleich schwanken. Und ja! Warum haben sie da hinten so geschlafen? Das wird sich der Trainer auch fragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Meiner. Klasse gemacht. Ja, das geht schon in Ordnung. Da ist er, wir haben sich diesen Ausgleichstreffer verdient. Da ist er. Also, meiner, meiner Kastrop. Enali, muss mir ZM keine ausspielen, aber. Vielleicht sollte ich mal lieber Dings rausnehmen, oder? Higotta? Ja, der ist immer Garant für ein Tor, Alter. Der ist in seiner Form seines Lebens. Form 14. Meiner hat ein Tor geschossen, okay. Kerk ist auch gut drauf. Dreimal wechseln kann ich ja nochmal. Vielleicht muss der raus, Alter. Muss hier rein und Kerk raus. Scheiße, Alter. Ungefähr ein Tipp wieder. Ach, DM. Er kann auch den spielen. DM. Siebte Spielminute. Ah, ist gefährlich, Alter, ne, was ich mache, aber. Wir werden sehen, Alter. Wir werden sehen, ob das was bringt. Kastrop, Alter, der kann ja eigentlich normalerweise auch eigentlich raus, erstmal, ne? Ich weiß, ich spiele mit dem Feuer. Ich spiele mit dem Feuer, Digga. Das ist alles nicht so einfach, Alter. Müssen wir. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Diese Argo ist auch gut, Alter. Rechtsverteidiger. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Ja, kein Problem für den Torwart. Gut gemacht vom Keeper. Ich verstehe auch nicht, wie die immer so spielen, da so eng, Alter, so ganz komisch. Gott sei Dank habe ich den Ball bekommen. Oh, ich dachte schon, Alter, kriegt den Ball nochmal. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Sehr schön. Jetzt. Du den noch? Okay, so. Jetzt eine schöne Flanke, Bruder. Eine schöne Flanke. Gib ihn jetzt. Das wird eine Gelegenheit. Achtung jetzt. Unten, unten. Du verlierst den Ball, Depp, Alter.
schön. Wenn die meine Ball verlieren, Digga, ich krieg nur meine Nervenzusammenbruch, Alter. Das ist viel zu einfach für eine Tore. Viel zu einfach. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Oh, der sah richtig gut aus, der Schuss. Und das passt zur Tagesform dieses Torhüters. Er scheint heute fast alles zu halten. Ja, und Gott sei Dank ist der Torhüter da. Die schießen sich gegenseitig ab. Blödmänner. Ja, und es gab ja die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie. Deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Und ein langer Ball, genau auf den Mann. Da klasse, wie er da zum Tor zieht. Ah, die Latte, aber trotzdem noch Achtung. Und der Ball ist im Netz. Mann, ey. Ja, Tom, jetzt guck doch mal, wie er sich freut. So ein Tor kurz vor dem Ende. Was für eine Dramatik. Wir sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da an der Seite aus dem Leben warm machen. Fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornimmt. So, das war der Führungstreffer, aber es ist noch nicht vorbei. Der Gegner hat noch genug Zeit zu reagieren. So, da ist der Schlusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein, Spieler, Trainer und auch die Fans. Oh Mann, Alter, ey. Ein Unentschieden wäre ja noch gerecht gewesen, Alter.